Zeichen schon groß geschrieben. Oh Gott. Ja, einen kann man uns ja auch nur von diesen. Ist ein Hunter. Was ist denn da passiert? Okay, es sind ein paar gestorben, aber so ist eine Art. Na gut, waren ja auch sehr alte Leute, das wissen wir ja. Dann haben wir 23 Kinder, das spricht auf jeden Fall schon mal für uns, das ist ganz gut. Wenn die alle mal erwachsen werden und nicht so viel fressen würden, dann, sondern auch mal mitarbeiten würden, dann wären wir schon wieder super im Rennen. So, jetzt werden wir Nahrungsmittel reingeschafft, das ist ganz gut. Die ersten essen die schon auf dem Feld selber. Gut, die Straße auf jeden Fall schneller, dadurch kommen die natürlich schneller und besser voran. Ja, der Hunger soll sich was zu essen holen. Jetzt rennt ihr erst nach Hause essen oder was? Wo kommt ihr denn her? Wo wohnt ihr denn? Natürlich irgendwo auf der anderen Seite der Stadt. Ist ja klar. Wo auch sonst. Ihr solltet jetzt mal hier bitte die Felder abarbeiten. Hier hinten ist noch gar nichts abgearbeitet. Weißt du, das ganze Feld ist noch leer. 19 Farmer und keiner arbeitet. So kann das ja nichts werden. Alter. Habt ihr denn jetzt hier das Herbalist eingekauft? Ne, habt ihr nicht eingekauft. Weil der Trader ist zu spät gekommen. Hör doch auf. Geh arbeiten. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Foodreserven sind low. Ich weiß es. Ja, weil die sind verhungert jetzt schon. Geil, jetzt verhungern schon die Leute. Wahrscheinlich ist mein Friedhof auch schon voll, oder? Ja, klar. Und wo liegen jetzt die restlichen Leichen rum? Man weiß es nicht. Wie lange werden wir es auf dieser Welt noch aushalten? Ist natürlich auch ein ganz schlechter Start gewesen. Oh Mann. Wie ihr wisst, hier auf dieser Insel, es war einfach ungünstig, dass wir so viel Brücken bauen mussten. Und jetzt haben wir erstmal richtig Probleme. Jetzt haben wir hier überhaupt keine Nahrungsmittel mehr. So sieht es nämlich gerade aus. So. Keine Nahrungsmittel mehr heißt, wir werden erstmal hier volle Fishmans einstellen müssen. Volle Hunter, ist klar. Wir werden hier die ganzen Leute gathern schicken. Und hoffen, dass wir irgendwie genug Nahrungsmittel zusammenkriegen. Und Feuerholz haben wir auch schon wieder nicht mehr. Und erfrieren werden sie auch. Und Scheiße. Ja, einfach nur Mist. Einfach nur Mist. Was sollen wir jetzt noch machen? Könnt ihr mir das verraten? Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Forester müssen wir welche einstellen. Ja. Macht mal. Mal gucken, was passiert. Bis die Felder hier was abwerfen, ja. Schwierig. Es ist früher Winter und es sind keine Nahrungsmittel da. Und die Leute frieren. Okay. Dabei ist ein bisschen Feuerholz da, also. Ja. Okay. Ja, es wird immer lustiger. Es wird ernster hier. Es wird schwieriger. Ich glaube, ich habe auch nicht das perfekte Dorf, weil einfach hier die Leute benutzen gar nicht die Straße, weil es einfach kürzer ist, wenn man schräg drüber rennt. Bevor ich da überhaupt eine Straße gebaut. Ja, ein paar Kinder werden jetzt gerade erwachsen, das ist vielleicht ganz gut. Aber uns fehlen halt Rohstoffe auch noch. Ohne Ende. Also ich kann mal hier die ganzen Rohstoffe abtragen lassen. Einfach alles. Einfach alles. Alle Rohstoffe, die hier liegen zum Beispiel, die kann man abtragen. Und hier hinten auch, wenn man Holz braucht noch und sowas. Alles kein Problem. Kann man alles abernten. Hier die Bäume. Hier die Bäume. Es sind schon wieder ganz viele Leute gestorben und sterben immer mehr. Oh, es ist Early Spring und ich habe vergessen, die Farmer einzustellen. Super. So, Farmer brauchen wir. Hier ist, ich kann keinen gebrauchen, der arbeitet jetzt gerade. Ich brauche Farmer. Die sollen bitte alle Felder bestellen. Bis zum geht nicht mehr. Forester raus. Ich brauche keine Fishmen so viel. Ich brauche Hunter nicht so viele. Ich brauche. Ja, dann geht es euch jetzt gerade mal ein bisschen schlechter. Kann ich auch nichts dran zu ändern. So. Müssen wir das erstmal lassen. Woodcutter sind auch zwei im Einsatz. Ja, hier kommt jeweils noch einer, damit ich ein paar Leute habe, die auch ein bisschen normale Arbeiten verrichten können. Ja, und dann macht mal. Versucht mal, die Felder zu bestellen hier.
versuch mal Feuerholz ranzukriegen und Nahrungsmittel und ich habe keine Ahnung. Traurig, aber wahr. Es wird schwieriger, dieses Spiel. Es wird sehr viel schwieriger. Aber wir versuchen unser Glück. Wir versuchen unser kleines Dorf irgendwie. Ja, es ist ein Schild gestorben. Ein Kind ist gestorben. Ah. Sieht nicht gut aus hier. Wir müssen mehr Feuerholz und mehr Nahrung kriegen. Hier sterben immer Leute und es kommen neue Leute. Ja. Ja, sterbt einfach alle. Ist in Ordnung. Ich habe halt keine Nahrungsmittel mehr. Jetzt sind noch 42 Leute am Leben. Scheiße. Ah, ja, die sterben alle. Ah, ah, ah. Mein Dorf ist ausgestorben. Naja, vielleicht brauche ich ja nicht so viel Nahrungsmittel. Vielleicht können wir dann mal wieder irgendwie auf den grünen Zweig. Warum liegen denn hier Steine rum? Interessant. Ja, ist gut. Ihr braucht mir nicht über jeden Sterbenden jetzt eine Meldung machen. Ich brauche einen neuen Farmer. Hallo? Was ist da los? Wie die Leute alle wegsterben. Kann man jetzt hier in diesem Winter das schon abarbeiten, dann würde ich ja genug zu essen kriegen. Und ich dachte, ich hätte genug zu essen, ne? Oh, es sterben immer mehr Leute. Es sind immer noch bei 37. Ja, Massensterben hier in, wie heißt eigentlich die Stadt? Wassertown. In Wassertown gerade Massensterben. Ja, jetzt sterben sogar langsam die Farmer weg. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hunter. Wer braucht schon Hunter? Scheiße. Feuerholz brauche ich gar nicht mehr. Es leben gar nicht mehr so viele Leute. Oh mein Gott. Hier kommt ein Trader. Sehr schön. Blacksmith haben wir auch keinen mehr. Ist gestorben. Ja, was hat denn dieses Schiff? Hidecode brauchen wir nicht. Hier, das ist ein bisschen. Tschüss, hau ab. Was haben wir denn damit? In meinem Dorf sterben gerade alle. Wir haben noch 33 Einwohner. Alle verhungern sie gerade. Alle verhungern sie. Hier. Ich brauche 19 Farmer. Letzter Monat ist immer noch nichts gewachsen. Ich glaube, jetzt ist es ganz vorbei. Die haben überhaupt nichts angebaut. Die haben ja nichts angebaut hier. Mein Dorf stirbt gerade aus. Jetzt sterben alle weg. Es sterben alle weg. 28 Leute nur noch. 27. Ja, sterbt euch alle. Ist kein Problem. Sterbt alle. Verhungern alle gerade. Meine ganze. Wir können jetzt zugucken, wie alle sterben. Und ich kann nichts machen. Es sterben alle einfach alle weg. Es sterben gerade alle weg. Holt die Nahrungsmittel rein. Egal, macht, gebt euer ganzen Beruf auf. Ihr holt jetzt Nahrungsmittel rein. Der Rest ist mir ganz egal. Farmt, geht auf die, Felder und holt alles an Nahrungsmittel rein, was ihr kriegen könnt. Und das zwischendurch nach Hause rennen und erst essen müssen, ne? 18 Leute noch. Wir waren gerade 50 fast, ne? Das Interessante ist, dass wir hier nur 18 haben, die wir hier eigentlich so für 18. Alle sind Farmer jetzt gerade. Wir machen nichts anderes mehr außer Farm. Und die Leute haben trotzdem Hunger. Tja. Und jetzt ist mein Dorf ausgestorben. 18 Leute und 10 Kinder habe ich noch. Mein kleines Dorf. Am Rande einer Katastrophe. Tja. Und jetzt kann ich sie alle als Hunter einsetzen. Weil als Farmer können sie jetzt nichts mehr machen. So, wir müssen Nahrungsmittel beschaffen.
Ja, dann arbeiten jetzt alle einfach irgendwo in Nahrungsmittel einsammeln. Und weiter. Beschafft Nahrung. Seht zu. Ihr seid jetzt Jäger, Sammler und Fischer. Viel Spaß beim Sterben. Ja, ich weiß nicht, die restlichen werden jetzt auch bald sterben, weil, ihr seht, sie haben alle noch Hunger, sie frieren alle. Ich mache ja mit nichts anderes außer Nahrungsmittel zu versuchen zu besorgen. Jeder ist damit tätig, Nahrungsmittel zu besorgen. Jeder. Und unsere Ressourcen sind einfach null. Wenn was reinkommt, wird sofort wieder rausgeholt. Tja. Die Leute frieren, sie haben Hunger. Es ist Winter. Es ist wieder einer tot. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch so viel Sinn macht. Ich muss mal kurz was gucken. Oh, Musik setzt ein, geil. Ja, 16 Leute nur noch. Ich glaube, ich befürchte, dass dieses Dorf leider nicht mehr zu retten ist. Wir haben leider eine riesen Hungerkrise gekriegt. Wir haben hier diese Käfer gehabt, die uns diese Felder zerrüppt haben. Und danach war einfach vorbei. Ihr seht, wir sind von fast 40 Leuten auf 15 runter. Also die Leute sterben weiter. Ich könnte 19 Farmer einstellen, aber so viel habe ich gar nicht mehr. So, wir machen erstmal dieses hier. 0 auf 4, genau. 0 auf 6, nein. 0 auf 0. Dieses Feld machen wir einfach. Warte, wir können das einfach das Feld ausmachen an sich. Schließen wir. Können wir nicht gebrauchen. Die sollten wir nicht schließen, die sind eigentlich ganz gut. Ja. Das Feld schließen wir. Das machen wir auch. Out of work. Und dann setzen wir mal so viele wie es geht wieder. Wir haben nur noch 15 Einwohner. Was sollen wir machen? Davon müssen 12 Farmen gehen jetzt. Jo. Damit sie was zu tun haben. Baut mal was an. Vielleicht können wir ja die Krisen noch umdrehen hier und das überleben, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ja, es baut keiner was an im Early Spring. Schade eigentlich. Lalala. 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 Ich habe noch einen Fischer, ich habe noch einen Hunter und ich habe noch einen Sammler. Und der Rest sind jetzt Farmer. Weil mehr Leute habe ich gerade eigentlich gar nicht. Ja, trotzdem sehe ich die Leute nicht irgendwas machen. Oh, wir haben 32 Nahrungsmittelressourcen. Yay. Nix mehr. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Macht das noch Sinn, ist die Frage. Unser Friedhof schon lange überfüllt. Die Leute zu alt. Zu hungrig. Wieder einer tot. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ein bisschen überfragt gerade, weil alle meine Leute sind quasi tot. Und sterben noch. Und es sieht nicht so aus, als würde ich es wieder in den Griff kriegen, weil wir haben schon wieder Sommer und wir haben immer noch. Na gut, wir haben jetzt wieder 60 Nahrungsmittel, aber gut, wenn einer da hingeht und sich was zu essen holt, dann war es das wahrscheinlich wieder. Und wir haben zwei Leute jetzt, die niedrige Arbeit machen können. Super. Und wieder einer tot. Yes. Und noch einer tot. Jawohl. Das Spiel will mich ein bisschen verarschen gerade. Und zwar derbst. Ja, wir sind auf 13 Leute runter und haben noch 5 Kinder. 12 Leute. 11 Leute. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel hat mich geschlagen, würde ich sagen. Wir sind nur noch bei 10 Leuten. Das ist ungefähr so viel, wie wir angefangen haben. Haben ein Riesendorf zu verwalten eigentlich. Und ja. Selbst wenn wir jetzt genug Nahrungsmittel haben, frieren werden die dann trotzdem im Winter irgendwann. Ja, wieder einer tot. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es jetzt hier so keinen Sinn mehr macht.
Und wir werden ein neues Dorf anfangen, mit vielleicht einer besseren Startposition als hier auf dieser Insel. Ja, das werde ich, glaube ich, machen. Es war ein schönes Game, aber es sind leider in diesen Aufnahmen alle Leute gestorben. Ich speichere das trotzdem ab, einfach nur, weil ich das immer abspeichere. Und ja, nach dem Massensterben in dieser Folge fangen wir jetzt gleich ein neues Spiel an, ein neues Dorf, ein neues, ja, was Neues eben. So machen wir das. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.